Hallo und herzlich willkommen zu einem bisschen anderen Review als sonst. Es geht ums Lego-Modell mit der Nummer 40574. Und das Spezielle an diesem Review ist, dass es schon zusammengesetzt ist und trotzdem in die Originalschachtel passt. Wie findet ihr das? Ich finde das super, dass man gewisse Sachen kann, nachdem man sie zusammengebaut hat und gespielt hat, in die Originalschachtel tun, inklusive Anleitung, alle Teile. Und trotzdem immer noch Platz haben. Es hat eine Anleitung drin, zwei Stickerbögen und geht unten den Lego Star, wo man hier drauf tun kann. Und ist entweder so oder man kann ihn aufklappen. Und dann hier natürlich die Leitern runter tun. Dann sieht das so aus. Das beinhaltet Schaufensterfiguren von einem Zug, von einer Burg, von einem Legostein, zwei Lego-Sets, ein bisschen Pflanzen, ein Lego-Logo und der Rest. Ah, von hier mit Figuren, die man vorher schon sieht. Der Rest kommt von innen. Und da können die Kinder auch stehen, hinter der dicken Figürchen, und dann haben sie oben an den Kopf. Und jetzt das Ganze von innen. Eben die besagten Figürchen, ein bisschen Deko, ebenfalls Deko. Die Leiter zum Aufkommen. Oben eine Minifigure Factory. Da innen, in der Mitte oben, hat es ein bisschen Teile drin, die aber nicht rausfallen. Dann hat es hier natürlich einen Haufen Sets zum Zusammenbauen auf der Wand. Genau. Ganz cool finde ich die Pick-a-Brick-Wall mit diesen Glasabdeckungen. Und natürlich ebenfalls hier noch die ganz kleine Minifigur. Dann hat es hier noch eine ganze Wand unten mit Models. Da und auf der Rückseite von da sieht man es nicht so gut. Hat es wieder von neuem ein Modell. Und da hat es einen Wühltisch mit der Verkäuferin. Insgesamt habe ich, glaube ich, etwa eine Stunde gebaut an dem. Oder vielleicht zwei, weiß nicht. Hat so Spass gemacht, habe ich mich nicht groß geachtet. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass man es A so einbauen kann und B mal endlich ein Lego-Modell mit Rückseite. Vielleicht gibt es ja mal noch einen zweiten Stock für hinten. Mit einem Steg aus oder so scheint so. Jedenfalls passt das auch in einer Stadt, wo es nicht so viel Platz hat. Lasst mich doch wissen, wie ihr das findet. Und bis dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao zusammen!